Aber über uns wird nicht jede Woche gelacht. Da sind wir nicht so gut. Obwohl auch bei uns in der Redaktion wird schon viel über sie gelacht. Also. Der Kampf hat sich gelohnt. Werner Winkler. Ich bin heute hier, um seinen Sieg zu feiern. Und zwar so, dass selbst das Obama-Lager noch was lernen kann. Die Grünen-Mitglieder haben entschieden und sie haben Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin zum Spitzenduo für die Bundestagswahl 2013 gewählt. Was? Das ist schon offensichtlich Wahlbetrug, was hier passiert ist, oder? Der Name, mit dem alle gerechnet haben, ist nicht dabei. Ihr Kandidat. Werner Winkler, Sie haben sich verwettet. Wie viel von den 35.000 hat er bekommen? Werner Winkler 466. Sie waren nicht alleine. Ja, jetzt, wo der Winkler weg ist und Trittin 4 weitere Jahre Bundestagsmandat sicher hat, muss ich natürlich auch gucken, wo ich bleibe, ne? Ist ja klar. 4 more years! 4 more years! Achso, die sind. Achso, wir haben noch die. Ja, die haben die. So schnell konnten wir jetzt nicht reagieren. Oder habt ihr noch eine andere Karte? Nee. Nein, die sind natürlich für Sie. Herzlichen Glückwunsch. 4 more years. Ja, das ist ja schön, dass Sie sich jetzt die Seite des Erfolges stellen. Aber natürlich. Ich muss natürlich sagen, es ist schon bitter für die Heute-Show, dass Ihr Kandidat nicht zum Erfolg gekommen ist. Ja, es ist ja. Alle Anstrengungen zum Trotz. Wir haben mal kurz den Kandidaten geswitcht. Ja. Und egal, was die Basis gesagt hat, ich habe immer an Sie geglaubt. Wenn man sich die aktuellen Umfragen zur Urabstimmung so anschaut, dann fragt man sich natürlich, warum hasst die Basis sie so? Heimlich. Immer. Ja. Heimlich. Vielen Dank, Werner Winkler. Und alles Gute weiterhin. Das ist ja jetzt ist es ja auch nicht mehr unser Kandidat. Jetzt sind Sie der Kandidat. John Wayne hat mal gesagt, wenn das Pferd tot ist, muss man absteigen. Vielleicht sollte man das vorstellen. Ja. Jetzt wollten wir von der Heute-Show ja einen total abwegigen Kandidaten etablieren. Wer hätte gedacht, dass die Basis da noch einen draufsetzt, oder? Ja, das haben sie nicht geschafft, ne? Nee. Die Basis ist einfach besser. Die grüne Basis ist besser als die heute. Also, aber über uns wird nicht jede Woche gelacht. Da sind wir nicht so gut. Obwohl auch bei uns in der Redaktion wird schon viel über sie gelacht. Also, jetzt, wo wir uns so gut verstehen, jetzt können wir uns doch auch duzen, oder? Lieber Jochen, ich bin der Lutz. Jürgen, achso, dann müssen wir das an den T-Shirts noch ändern, Leute. Jürgen tritt hier, nicht Jochen. Wenn Sie den Werner Winkler noch mal anrufen, sagen Sie ihm bitte, er braucht sich nie wieder bei mir melden. Ich bin total enttäuscht von Ihnen. Ja, danke schön. Viel Glück, Sie sind die Besten. Super, super, die beiden. Ich habe es immer gesagt. Fantastisch. Ja, sorry, Werner, aber ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Ne? Aber gründ doch einfach deine eigene Partei. Hier, Bündnis 12, die Winklers. Viel Erfolg. Und was machen wir jetzt damit? Will das einer haben? Nee, keiner? Nee. Mach direkt noch eine an Karl-Heinz. Die sind doch immer so lustig.